Hallihallo, Hallöchen, liebe Freunde und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Die Sims 3. So, meine Lieben, ach ja, die letzte Folge, die war ja auch schon sehr dramatisch. Liam hat sein böses Spiel gespielt und den guten Benjamin hier ordentlich beeinflusst. Ja, er wollte seinen besten Freund halt zurückhaben und dementsprechend hat er es halt einfach riskiert, dass er da halt so ein bisschen was einfädelt und es dann ganz großen Knatsch gibt und den gab es dann tatsächlich auch. Also Gloria... hat ein bisschen mit Cricket herumgeschäkert, sag ich mal. Und daraufhin hat halt Benjamin im fünften Anlauf erst oder so das dann auch mitbekommen. Und dann war es halt so, naja, hier, ne, ist sie, die ist sie ja gar nicht so treu und so, verlass die mal. Und jetzt hat Benjamin tatsächlich gesagt, okay, er verlässt seine Freundin. Und das Problem ist, sie leben jetzt halt hier noch zwangsweise, sag ich mal, so ein bisschen zusammen. Oha, jetzt gibt es hier auch schon Stress. Okay, Gloria eckt jetzt bei allen irgendwie an. So, also wir leben jetzt halt zwangsweise noch auf diesem kleinen Raum zusammen, aber ach ja, das wird schon irgendwie, das wird schon irgendwie. Auf jeden Fall, eigentlich hatte ich einen Handwerker gerufen, damit er hier meinen Stuff ein bisschen mal sauber macht, aber wie man unschwer erkennen kann, der ist mit anderen Dingen beschäftigt. Und ja, da wir ja jetzt wirklich, ich meine, es ist Sonntag, 15 Uhr, es schneit gerade sehr schön, es ist also Winter aktuell. Nicht so die schönste Jahreszeit, um ehrlich zu sein, jetzt hier für diesen Fall, weil wir, was macht ihr denn da jetzt? Nein, wir streiten uns jetzt nicht. Nein, wir gestehen jetzt auch nichts, wir machen... Oh je, das ist immer so, ja, ist ja gut, entschuldige dich bitte. Ich meine, das ist doch okay, du weißt doch schon seit ganz, ganz langer Zeit, dass er ein Vampir ist. Da muss doch jetzt hier kein Stress entstehen, deswegen so. Wir drücken mal unsere Beschämungen aus und besänftigen dann nochmal. So, auf jeden Fall, also... Heute geht es dann darum, jetzt auch so ein bisschen das Leben gemeinsam mit Benjamin zu genießen, damit die beiden nämlich jetzt tatsächlich auch so ein bisschen Zeit für sich haben. So ein bisschen jetzt hier die Girls begrüßen können und so. Immerhin, sie haben sogar jetzt dieselben Bademäntel an. Das ist jetzt halt so der Liam-Look. Liam hat ihn ja umgestylt auch noch. Er hat ja gesagt, hey, du musst ein bisschen cooler aussehen, ne, um einfach auf dem Campus hier akzeptiert zu werden. Und dann... Ja, sah er jetzt halt, jetzt haben sie die gleichen Bademäntel an. Oh Gott. Aus der Kollektion Liam, der Verführer. Sehen Sie hier exklusiv Liam und Benjamin in denselben Bademänteln und denselben Unterhöschen wahrscheinlich. So, und wir gehen jetzt aber nachher richtig mal raus. Wir genießen jetzt das Leben. Wir scheißen auf die Mädels hier. Und ich hoffe, aber Quentin... Macht, glaube ich, jetzt auch ganz gut sauber. So, ich gehe nochmal schnell Pippe und dann können wir loseiern. Oder obwohl, du müsstest vielleicht nochmal unter die Dusche springen. Das wäre mal gar nicht so schlecht. Mal sehen, vielleicht ist er ja frühzeitig fertig. Ja, wie man sehen kann, eher nicht. Ich weiß gar nicht, was das Problem hier mit diesen Duschen sein soll, um ehrlich zu sein. Irgendwie... Die sind anscheinend so kaputt, dass sie sich nicht mal... Die sind so im Eimer, dass sie sich nicht mal mehr reparieren lassen. Für nichts und wieder nichts. Egal, wie aufwendig man da herumeiert. Okay, dann kaufen wir einfach halt eine neue Dusche, gehen noch schnell duschen und dann geht's los, meine Lieben. Oh Gott, hier ist alles erledigt. Genau, alles erledigt. Genau, hier immer noch Wasserfontäne Deluxe. Aber hey, alles wurde erledigt. Deiner Zufriedenheit nach. So, warte mal. Mach das mal so. Okay, also es sieht trotzdem, wir bräuchten halt mal irgendwie eine Putzfrau oder so. Deswegen, ich werde das mal hier so ein bisschen entstopfen und abziehen. Solange Benjamin sowieso gerade sich noch fertig macht. Ah, ich bin schon sehr gespannt, um ehrlich zu sein, was die beiden jetzt erstmal nehmen werden. Also mit Benjamin werden wir natürlich trotz alledem nicht unser Studium aufs Spiel setzen. Denn ich möchte definitiv mein Amt in Kommunikation erhalten. Und deswegen muss ich da aufpassen, dass wir da nicht zu viel Zeit mit Liam verbringen. So, Ludovico kann mich mal gerne haben. Der lädt mich schon wieder zu einer Nachricht. Der lädt mich andauernd zu irgendwelchen Partys ein. In einer Stunde. Nee, ich will da echt nicht hin. Beim letzten Mal war das wirklich sowas von ultra lame. Deswegen will ich da eigentlich nicht nochmal hin, um ehrlich zu sein. So, bist du bereit? So, warte mal, du kannst dich ja nochmal ein bisschen aufwischen. Dann sieht es ja auch nochmal ordentlich aus. Das säubern wir auch nochmal ganz schnell. Dann haben wir hier nämlich auch nochmal ein bisschen geputzt wenigstens. Ich meine, das ist ja nun wirklich schon eklig. Da kommen uns ja die Pilze gerade so entgegen. Sonst haben wir Po-Bakterien noch und Po-Pilze. So,
jetzt aber los. So, dann würde ich mal sagen, wir gehen als erstes so ein bisschen hier in die örtliche Bowlingbahn. Denn da kann man ja auch coole Mädels dann auch mal. Ich weiß, das Ding ist, eigentlich ist es voll genial. Weil Liam, der möchte sich halt einfach nur ablenken von Marsha. Weil an Marsha hat er ja so ein bisschen so einen Narren gefressen. Deswegen will er auch partout nicht mit ihr Schluss machen. Die beiden verstehen sich halt einfach nicht mehr, seitdem jetzt rauskam, dass er sie betrogen hatte und bla und blub. Und selbst mit der weißen Weste ist es immer noch sehr, sehr kompliziert. Er hat halt so einen Narren gefressen an Marsha und möchte eigentlich, ja doch, sie einfach nur vergessen. Und bei Benjamin, der wurde eigentlich nur geforced. Oh Gott, guck mal, Gloria ist ganz traurig deswegen. Oh, oh nein. Und sie weiß auch gar nicht, was passiert ist. Sie denkt sich nur so, what? Wieso? Wieso hat er... Also klar, sie hatten so ein bisschen... Aber das darf man ja auch manchmal machen, ne? So, wenn man auf einer Party ist und dann mal sich ausprobieren, aber... Vielleicht hätte sie vorher fragen sollen. Aber sie wurde ja angestiftet. Ich meine, Cricket wurde ja eigentlich vorher angestiftet, so richtig von Liam. Deswegen ist das echt... Echt unfair, muss man sagen. Aber gut, so ist es halt. Wir haben es eigentlich ziemlich, ziemlich integrant. Integrant? Ist das ein Wort? Integrant, doch. Ich glaube irgendwie, das ist ein richtiges Wort. Also auf jeden Fall ziemlich diabolisch haben wir da jetzt einfach für gesorgt, dass wir mit unserem besten Freund jetzt ein bisschen Party machen können. So, wer fährt denn da? Rex Loveless. So, okay, dann lass uns mal gucken. Sind hier coole Mädels am Start? Wow, nur coole Boys irgendwie. Boah, ernsthaft, hier sind nur irgendwelche... Derek Kahn! Oh, warte mal, mit Derek Kahn möchte ich mich auf jeden Fall noch anfreunden. Das trifft sich ja eigentlich ganz gut, dass er hier ist. Eigentlich wollte ich jetzt die coolen Mädels irgendwie einmal... Aber gut, warte mal, ich gehe dann erstmal noch eine Runde bowlen. Und dann versuche ich mich jetzt mal mit Derek Kahn. Das ist nämlich so unser Campus-Rebell. Und das ist der coolste der Rebellen auf jeden Fall, auch wenn er nicht Rang 10 ist. Aber er ist auf jeden Fall der coolste. Und solange, wie wir halt auch noch, niedriger als er im Rang sind, solange muss ich mich halt dann noch so ein bisschen anbiedern, sag ich mal. Hallo? So, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen mit ihm Talkie-Talkie machen. Hallo, 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 hallo. Beim letzten Mal, also Benjamin fand er ja leider eher so ein bisschen langweilig. Dann gucken wir mal, ob wir hier mit Liam punkten können. So, und du kannst ruhig ein bisschen bowlen. Ja, eigentlich, also ich glaube, für Benjamin ist das gerade so perfekt. Er sitzt da einfach nur und bowlt so ein bisschen. Glückwunsch, Liam hat für die Fähigkeit... Oh, Charisma ist Level 9 erreicht. Nice. Richtig geil, dass wir das überhaupt können. So, wir brauchen jetzt noch zwei Freunde. Zwei Freunde brauchen wir noch irgendwie. Und dann können wir auch Level 10 tatsächlich erreichen. So, Derek über mich nachdenken lassen, er muss jetzt nicht unbedingt sein. Fragen, ob er Single ist. Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist, um ehrlich zu sein. Also, weil, wie gesagt, für Benjamin ist es, glaube ich, perfekt. Er kann einfach bowlen, so ein bisschen, sich ein bisschen ablenken, jetzt nicht unbedingt zu Frauengeschichten. So, wir schwärmen mal hier auch noch von ein paar Comic-Heften. Vielleicht interessiert ihn das. So, was machen wir jetzt zusammen für Foto? Oh ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, guck mal. Aber ich glaube, Debbie Richards hatten wir tatsächlich schon mal. Deswegen weiß ich nicht, ob da nochmal... Machst du auch gerade schon wieder... Nee, was ist denn die Fähigkeit, die wir da... Fotografie war das, glaube ich, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, es war die Fotografie-Fähigkeit. So, guck mal, ihr habt sogar ein gemeinsames Hobby. Möchtest du vielleicht mal mit ihr reden? Er scheint auch wirklich gut zu sein. Beide scheinen wirklich gut zu sein. Ich meine, ihr könnt euch ja mal unterhalten über das Bowlen. Können wir mal hier dann einfach freundschaftlich begrüßen, nachdem wir fertig gebowlt haben. Und dann könnten wir ja mal so sagen, ey, ja, bowlst du auch gerne? Ja, ich auch. Oh mein Gott, wir bowlen. Ich glaube, Benjamin braucht einfach jetzt mal einen Freund, mit dem er reden kann. Liam ist zwar toll und so, aber Liam will halt immer... Ich meine, Liam ist gerade sowieso auch selbst beschäftigt mit Derek. Von daher bringt er uns nicht ganz so viel. So, Favoriten. Ich lese mal seine Merkmale. Ja, Ludovico schreibt mir jetzt wieder. Oh nein, schade, dass du nicht da bist. So, über die Mitbewohner beschweren. Vielleicht kriegen wir ja dann neue Mitbewohner. Oh, wir sind so durchtrieben. So, wartet mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Soziale Netzwerke, oh mein Gott. Wo war denn das? Soziale Gruppen, genau. Was muss ich noch so machen? So, mit der... Erfolgreiche Proteste, anders im beschäftigen wir Proteste,
Rebellen mögen Getränke in der Barista, in den Kamin Kräuter, betritt ein Podium, verteilt. Rebellen lassen sich gern loben, knüpfe Kontakte mit bedeutenden Rebellen, schließe Gelegenheiten, tratschen mit Rebellen über die Mitbewohner. Okay, ja, dann machen wir es ja schon mal richtig. Wir beschweren uns ja gerade auch. So, guck mal. Ja, dann geht sie doch mal kennenlernen. Ich meine, sie hat jetzt auch so schön Bowling gespielt, dann kannst du ja einfach mal nachfragen. Die Neigung von Derek Kahn ist unbekannt. So, natürlich tut, wenn wir uns mit dem ranghöchsten Rebellen vielleicht doch so ein bisschen anfreunden. Ist es nicht sogar diese Barista-Bar hier eigentlich? Ich weiß nicht, ich bin mir... Nee, obwohl, nee, die Barista-Bar ist eigentlich dieses andere Teil, ne, wo auch der Kuchen und so weiter da ist. Frau Madeleine, ja. Die verfolgt mich auch. Die ist eigentlich halt noch am höchsten, meine, sie ist Rang 10. Dementsprechend müssten wir da wirklich, eigentlich müssten wir da nochmal dafür sorgen, dass sie uns mag. Aber ganz ehrlich, sie ist, sie hat so einen Stock im Arsch so an sich als Person, das ist echt schwierig. So, okay, wir gucken mal, wir haben den Agitator, innerhalb der sozialen Gruppe sehr schön. Welcher Rebell, der etwas auf sich hält, hat kein neues Spielzeug, mit dem er angeben kann. Leben Noble juckt es in den Fingern, anderen ein neues Ding zu zeigen und seine neue Smartphone-Folie auszuprobieren. Wenn normale Proteste zu harmlos sind, kann er jetzt einen Randalierer-Protest, die Schrauben etwas enger drehen. Randalierer-Protest. So, warte mal, ich will dir mein neues Ding zeigen. Sieh dir mein Ding an, neues Ding vorzeigen, jawoll. Guck mal, und jetzt haben wir so, jetzt können wir so einen richtig coolen, jetzt könnten wir eigentlich auch nochmal so einen Protest machen. So. Ach, das war ja nicht viel Gequatsche, ne? Ich glaube, die Tante ist aber auch schon wieder gegangen, kann das sein? Kann es sein, dass die einfach schon wieder weg ist? Hallo, Debbie? Ja, Debbie ist einfach, das ist ja um... Wir könnten ja mal, warte mal, wir könnten ja mal hier Billard spielen mit Derek, komm, mit Derek und spielen wir einfach mal mit Benjamin, dann haben wir nämlich mal so ein Dreier-Billard. Ich habe noch nie hier wirklich die Aktivität oder beziehungsweise die Freizeit, hallo? Ah ja, die Freizeitmöglichkeiten genutzt, deswegen sollten wir das jetzt einfach mal machen. So, richtig cooler Jungsabend hier einfach mal. Das nennen wir, so während Liam so seine sozialen Kontakte weiterhin irgendwie ausbaut, ist Benjamin einfach die ganze Zeit am Zocken. Ich finde es aber auch, es passt halt zu beiden. Und dann müssen wir halt eigentlich müssten wir noch so eine richtig coole Party crashen. Das Problem ist nur, es findet halt, um ehrlich zu sein, keine coole Party statt, ne? Weil, ich meine, die bei Ludovico können wir eigentlich völlig vergessen. Die war schon immer unglaublich langweilig und wie man auch hier sehen kann... Achso, nee, okay, ja, ich wollte gerade sagen, es ist nicht Derek Kahn, aber nee. Der alleinstehende Professor. Was ein bisschen komisch ist, dass der alleinstehende Professor irgendwie drei Chicks noch zu Hause zu haben scheint. So alleinstehend kann er ja dann gar nicht sein. So, warte mal, ich möchte noch... So, was ist los? Warum spielt hier keiner mit mir? No, Leute, hallo, wir wollten doch hier mit Derek und Benjamin. Kommt ran. Nicht jetzt einfach abhauen, lieber Derek. Wir wollten hier noch eine Runde spielen. So, Happy Hour ist vorbei. Du musst unbedingt morgen wiederkommen. Ja, aber wir spielen trotzdem jetzt noch ein bisschen. So, jawohl. Wir haben schon Ewigkeiten kein Billard mehr gespielt. Von daher ist es eigentlich ganz cool. Mal auch so ein bisschen die Freizeitaktivitäten des Campuses hier nutzen. Nicht nur immer Chicks aufreißen, nicht nur immer Partys gehen. Ich meine, wir haben jetzt in den letzten Tagen, also wirklich in den letzten Wochen, eigentlich regelmäßig Partys gegeben. Deswegen ist es eigentlich mal ganz schön, so die Jungs hier so ein bisschen beim Billard spielen zu tun. Gucken bzw. zu betrachten. Ich bin gespannt, wer gewinnt. Ich setze ja mein Geld auf Benjamin. Ich glaube, er ist da ganz gut. Also, Leben ist wirklich wahnsinnig gut bisher. Jede Kugel ein Treffer. Oh, da hat das leider nicht mehr geklappt. Bild ist eigentlich ganz cool. Ist eigentlich ziemlich entspannend. So, Benjamin ist an der Reihe. Er müsste jetzt eigentlich die vollen Kugeln anspielen, theoretisch. Aber er spielt auch einfach die halben an. Sabo Bill.
So, das genieße ich auf jeden Fall. Ich glaube, da lernt man auch nichts irgendwie. Und was machen die Mädels? Ich glaube, die Mädels, die sitzen gerade einfach nur zu Hause. Ja, Cricket schläft. Und Gloria, oh, Gloria schläft tatsächlich auch. Ja, vor allem sie träumt von dem Betrug, obwohl sie ihn ja begangen hat. Die beiden Mädels schlafen schon. Aber, well, I don't care. So, Derek. Okay, Derek hat irgendwie nie Lust zu spielen. Ich glaube, er ist immer so ein bisschen angepieselt, weil wir gewinnen oder so. So, haben wir denn vielleicht noch eine schöne Abend? Wir könnten, komm, wir essen hier noch. Wir gehen noch zu Simburger, dann bestellen wir uns noch einen leckeren Burger. Und dann könnten wir theoretisch noch ins Fitnessstudio. Ich meine, wieso nicht? Ist auch was total Männliches. Oder Testgelände. Ich meine, wir könnten uns auch hier nackt für Zeichenkurs. Ich meine, das könnten wir auch mal machen. Mal was komplett Neues probieren. Ich glaube, dazu stifte ich Benjamin jetzt mal an. Dass wir quasi hier nackt für den Zeichenkurs posieren. Damit er einfach dann auch mal so ein bisschen was anderes macht. Einfach mal ein bisschen die coolen Seiten der Universität so ein bisschen erlebt. Es ist nicht nur alles immer Beziehungen, nicht nur alles immer hier, wir gehen ganz brav zur Universität an einem Tag und kommen dann wieder. Nein, man kann auch viel, viel mehr machen. Das sollst du erleben. Du sollst den wahren Uni-Flair erleben. Aber irgendwie das Essen. Achso, ihr besucht den nur. Na, ihr seid ja doof. Ihr sollt doch auch was essen. Make out with. Ach, ist ja lustig. Ich wusste gar nicht, dass es hier geht bei diesen Rabbit Holes. Okay, so, warte mal, dann gehen wir jetzt mit der Gruppe da essen. Ja, toll, habt ihr euch einmal angeguckt? Ist auch so geil. Sie gehen rein. Oh ja, gucken wir mal, ne, gucken wir mal. Wir essen hier schon Frühstück, ne? Ja, genau, Frühstück ist es schon. Oh Gott, vor allem, es ist ja jetzt Montag, das heißt eigentlich in 3 Stunden beginnt das Ganze wieder und wir sind so mega müde, aber wir werden einfach völlig übermüdet dann in den Unterricht gehen. So, unglaublich, Benjamin Wood, du musst doch nichts bezahlen, hat in einem Restaurant gegessen, sehr gut. So, und jetzt werde ich nämlich mit ihm hier das Institut für Kunst und dann werde ich sagen, oh nein, wir müssen schon zum Unterricht. Holla, 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 wir müssen schon zum Unterricht. Oh Gott. Ja, also das Erste, was wir, glaube ich, heute machen werden, ist im Unterricht schlafen, oder? Was meint ihr? Ah, ja. Liam verlässt die Gruppe. Ja, das ist okay. Wie gesagt, ihr müsst jetzt, ich werde erstmal schlafen gehen. Du wirst jetzt erstmal schlafen gehen. Mit Benjamin ist das natürlich äußerst fatal. Ich meine, wir sind schon relativ gut, ne? Wir können uns jetzt auch mal einen Tag leisten, wo wir ein bisschen kackiger sind. So, jetzt erstmal so ein bisschen erholen. Du erholst dich auch schon. Du hast dich, oh Gott. Guck mal, wie schnell das geht. Kaum sitzt man ein paar Sekunden im Unterricht, schon ist man eigentlich wieder voller Energie. Das ist halt der Vorteil, ne? So ein bisschen im Unterricht zu schlafen. Und es hat super wenig jetzt verbraucht. Deswegen können wir direkt danach wieder hart arbeiten gehen. Jetzt muss ich mal gucken, ob mein Stundenplan in dieser Woche auch so entspannt ist. Ah ja, es geht eigentlich, muss ich sagen. Also eigentlich geht's. Du hast wesentlich mehr auf, ne? Genau, du hast hier, ja, du hast definitiv mehr, was du machen musst. Gut, dann lassen wir jetzt hart arbeiten. Und dann gehen wir aber auf jeden Fall trotzdem noch nackt für die Leute posieren. Ich will unbedingt, dass wir das probieren. So, Benjamin, deine außerordentlichen Anstrengungen im Unterricht sind mir keineswegs entgangen. Du bist ein gutes Beispiel für meine übrigen Studenten. Oh, danke schön. Oh, ist immer wieder schön, das zu hören. Tiffany Engels. Haben wir dann. Ja, wir haben noch was, ne? Montag, wie gesagt. Könnten wir dann. Nee, wir können wahrscheinlich auch jetzt nicht. Obwohl, startet in 6 Stunden. Na gut, dann hier, ich würde mal sagen, wir werden jetzt tatsächlich einfach mal hier. Komm, wag es mal, mein Lieber. Wag es mal einfach. Liam hat uns jetzt so positiv beeinflusst, dass wir jetzt heute einfach mal ein bisschen was wagen. So, und Liam muss aber definitiv jetzt ein bisschen sich Mühe geben. Also in dieser Woche müssen wir ihn eigentlich positiv beeinflussen mit Benjamin. Eigentlich ist das, weißt du, während Benjamin jetzt so ein bisschen das schleifen lässt, müssen wir halt versuchen mit Liam, ja, wirklich ein bisschen mehr Gas zu geben. Damit er nämlich noch auf jeden Fall irgendwie seine Punkte und den Abschluss dann irgendwie hinbekommt. Aber ich glaube, wir könnten es wirklich schaffen, wenn wir uns Mühe geben. Wenn wir jetzt, ja, wenn wir auch für Spaß und so weiter sorgen, dann könnten wir es wirklich hinkriegen jetzt in der Woche. So, Benjamin hat 250 Simoleons dazu verdient und er hat halt nackt posiert. Sehr gut. Dann müssen wir in 4 Stunden. Was können wir denn noch so machen? Am Schreiben, am Bass. Wir könnten ja mal was völlig Neues machen. Am Mixen, Straßenkunst, an Kurskritik üben und kritisiert werden. Komm, machen wir einfach mal. Komplett was Neues, jetzt einfach mal ein bisschen ausprobieren, liebe Leute. Wir könnten zum Beispiel auch am Kochenunterricht oder am Schreibenunterricht, gut, das wäre halt entsprechend meinem,
meinem Dings wäre das eigentlich passend, meinem Studienfach, aber einfach mal ein bisschen was Neues probieren, ein bisschen mal was anderes machen, nicht immer das Gleiche. So, hier geht's auch hoffentlich noch, ja, hier geht's auch weiter hoch, sehr, sehr gut. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, haben wir so, ja, wir haben auch so ein Wäldchen am Start. Der Schnee ist zu tief, jetzt mich verarscht. Als Straßenkünstler betrachtet Benjamin die Welt als seine Leinwand. Oh, nach einer langen und überaus kritischen Kritiksitzung verspürt Benjamin Wood eine Mischung aus einem heftigen Schlag ins Gesicht und einer äußerst wundenden Erfahrung. Hat die Grundlagen des Gebiets Straßenkunst begriffen. Sehr gut. So, 3 Stunden haben wir noch, dann würde ich mal sagen, wir gehen nochmal zum Schreibenunterricht. So, und du kannst ja hier nochmal einfach so ein... Können wir hier nochmal so ein Schneedings machen? Wieso können wir hier keinen Schneeengel machen? Ja, keine Ahnung. Scheinbar geht's nicht. Ist ja jetzt mega lame. Vor allem, wir können jetzt... Ja, dann spiel einfach mal noch so ein bisschen allein. Ich meine, wir haben sowieso noch 2 Stunden Zeit. Bringt das ein bisschen Spaß? Ja, Gott sei Dank, das bringt ein bisschen Spaß wieder. Ich wette, der Schreibenunterricht wird wahrscheinlich ein bisschen zu lange dauern, weil wir müssen auch in 2 Stunden haben wir wieder. Aber mal gucken. Meine lieben Freunde, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Die Sims 3 und zwar morgen nochmal direkt wieder. Und ja, mit Liam strengen wir uns jetzt richtig an. Mit Benjamin müssen wir mal gucken, was wir so Neues erleben können auf dem Campus. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich, bye bye!